Heute vor 75 Jahren hat das nationalsozialistische Deutschland bedingungslos kapituliert. Damit war, und das war, denke ich, unvorstellbar, auch für viele ganz, ganz prägend, der Zweite Weltkrieg zu Ende und auch für das deutsche Volk, war das die Befreiung vom Nationalsozialismus. Und ich denke, dem gedenken wir heute gerade hier in Sachsen und auch in Dresden in einer sehr guten und vernünftigen Form, wie das auch der Ministerpräsident auch noch mal deutlich gemacht hat. Und vor allen Dingen auch zusammen mit dem russischen Generalkonsul. Und das demonstriert auch die Verbundenheit mit unseren ehemaligen Kriegsgegnern. Und ein gutes Stück das Miteinander und die Freundschaft, auch die wir zum russischen Volk nach so vielen Jahrzehnten, denke ich, entwickelt haben. Und das ist ein ganz wichtiges Signal genau zu den anderen Völkern der ehemaligen Sowjetunion und zu anderen europäischen Ländern und Völkern auch. Und wir brauchen Frieden. Wir brauchen auch eine dauerhafte Friedensordnung, vor allen Dingen in Europa, auch mit Russland, unter Einbindung von Russland. Und wir müssen unsere Interessen, die auch unterschiedlich sein können, ne, in anderer Art und Weise in Übereinklang bringen. Krieg ist kein Mittel der Lösung von Konflikten oder zum Vertreten eigener, auch nationaler, rein nationaler Interessen. Und deshalb, das ist die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir brauchen eine europäische Friedensordnung, am besten noch eine internationale Friedensordnung. Und für uns bedeutet das eben auch die Einbindung eines so großen Landes wie Russland.